Kaum ein Tag vergeht, ohne dass in den Medien über Hells Angels oder die Bandidos berichtet wird. Und trotzdem weiß man erstaunlich wenig über das Leben innerhalb dieser Kreise. Sind Rocker nur anarchische Typen, die sich an keine Regeln halten? Oder gelten bei ihnen einfach nur andere Regeln? Und sind sie wirklich alle kriminell? Wir schaffen Klarheit im Mythendickicht. Eigentlich ist Nico Mitglied in einem Motorradclub, also ein richtig harter Typ. Doch warum trägt er dann dieses peinliche pinke Outfit? Das klären wir jetzt in 15 Mythen in 15 Minuten zum Thema Rockerbanden. Eine Geschichte über echte Kerle, schwere Motorräder und ganz schön viele Regeln. Doch erstmal zurück zum Anfang. Der Morgen graut, aber zwei Stammgäste wollen immer noch nicht nach Hause. Sense und Nico. Die beiden wollen einen eigenen Motorradclub gründen. Sons of G. Das heißt doch Glory! Mit den Sons of G wollen sie einen richtig harten Motorradclub gründen. So wie die Bandidos oder die Hells Angels. Einen sogenannten Outlaw-Club, wo vor allem die eigenen Gesetze zählen. Nehmt ihr denn auch Daughters of G? Daughters of what? Auf was? Die spinnt wohl. Frauen kommen doch in keinen Motorradclub. Stimmt, keiner der großen Outlaw-Clubs wie die Hells Angels, Bandidos oder Gremium MC akzeptieren Frauen als Mitglieder. Sie verstehen sich alle als reine Bruderschaften. Frauen dürfen höchstens zum Feiern in den Club. Je leichter bekleidet, desto besser. Frauen haben jedoch ihre eigenen Motorradclubs gegründet, wie zum Beispiel den amerikanischen Club Women of Wheels. Der ist mit ca. 120 Mitgliedern auch hierzulande der größte. Vielleicht ist es auch besser so, dass Frauen nicht mitmachen. Man stelle sich vor, solche Musik dränge aus dem Clubhaus. Susi, jetzt mach mal die Schnulze aus! Ja Mensch, das ist doch wegen eurem Club. Denn Susi hat gehört, dass die ersten Hells Angels Kampfpiloten waren. Und weil es im Film Top Gun ja um Kampfpiloten geht, passt der Soundtrack doch prima zum Thema des Abends. Aber waren die ersten Hells Angels tatsächlich Kampfpiloten? Die Hells Angels verbreiten das gern. Ihre Gründungsmitglieder sollen heldenhafte amerikanische Bomberpiloten des Zweiten Weltkriegs gewesen sein. Beweise gibt es allerdings keine und viele Experten halten das für eine Legende. Unter den Gründungsmitgliedern sollen zwar Kriegsveteranen gewesen sein, aber keiner von ihnen war Pilot. Der Schriftzug und der geflügelte Totenkopf entstammen jedoch tatsächlich einer Fliegerstaffel. Die Gründer der Sons of G treffen sich zum ersten Mal im neuen Clubhaus. Wie bei anderen Clubs üblich, haben sie sich was im Industriegebiet gesucht, wo sie abends ungestört sind. Hey, wo hast du dein Bike? Das habe ich verkauft. Junge, wir sind doch nicht beim ADAC. Am Morgen im Kettenkarussell, ne? So ein Motorrad, wenn nicht sogar eine Harley, ist ja wohl das Mindeste. Alle Rocker fahren schließlich Motorrad. Klingt absurd, doch selbst bei den Hells Angels gibt es Mitglieder, die kein Motorrad besitzen. Einigen fehlt sogar der Führerschein. Auch bei den Erzrivalen, den Bandidos, sieht es nicht besser aus. In Brandenburg wurde ein Unterstützerclub hochgenommen. Von 14 Mitgliedern hatten nur zwei einen Führerschein. Nur einer besaß ein Motorrad. Mike will unbedingt Mitglied werden. Doch die Sons of G wollen ihn nicht sofort aufnehmen. Er soll sich erst beweisen. Dazu gehört auch, das neue Clubhaus in Schuss bringen. In allen Motorradclubs gibt es schließlich strikte Hierarchien. Und so eine Rockerkarriere beginnt eben mit Drecksarbeit. Allerdings, zunächst startet man als Hangaround. Das ist eine Art Praktikantenstatus. Putzen, Botendienste oder Einkaufen gehören zu den Hauptaufgaben. Danach steigt man auf zum Prospect, ist Anwärter auf die Vollmitgliedschaft. Bis dahin können jedoch 2 bis 3 Jahre vergehen, in denen man seine Solidarität unter Beweis stellen muss. Laut Aussteigern kann das auch bedeuten, dass man irgendein krummes Ding tun muss.
Hangaround Mike muss kein krummes Ding drehen, um sich zu beweisen. Aber er muss dafür sorgen, dass es den Sons of G an nichts fehlt. Vor allem nicht an Alkohol. Heute geht einiges weg. Muss ja schließlich gefeiert werden, das neue Clubhaus. Ja, nee, mir reicht das. Schau mal, ich muss noch fahren. Ja, aber bist du eine Lusche oder was? Ein echter Rocker verträgt was, Mann. Klar, Rocker müssen trinkfest sein. War mal so, gilt heute nicht mehr. In vielen Clubs gibt es sogar Regeln, die den Umgang mit Alkohol und anderen Drogen vorschreiben. Wer zum Beispiel bei den Hells Angels über die Stränge schlägt, muss eine Zeit lang das Patch 86 tragen. Die 86 steht dabei, dem Alphabet entsprechend, für das HF und meint Heroin Forbidden. Im übertragenen Sinn sind damit alle Arten von Drogen und auch Alkohol gemeint. Bei Missachtung droht Rauswurf. Die Sons of G haben es ziemlich übertrieben. Fahren kann hier keiner mehr. Sensei, ich hab gedacht, vielleicht fährt ja noch ein Bus. Sag mal, bist du bescheuert? Wir fahren doch nicht mit dem Bus. Prost. Busfahren ist ja schließlich gegen die Rocker-Ehre. Bei den Hells Angels ist Bus- und Bahnfahren laut Aussteigern sogar verboten. Verbot hin oder her. Machen würde es sowieso keiner, weil sich das für einen Rocker einfach nicht gehört. Fakt ist, es gibt in jedem Club unzählige Regeln und Verbote. Fast alle haben ein international gültiges Regelwerk. Wer dagegen verstößt, wird vorübergehend ausgeschlossen, muss seine Rockerkutte hergeben und auch Strafe zahlen. Sense und Nico fahren zu einem Motorradtreffen, wie fast jedes Wochenende. Das ist Pflicht. Bei anderen Clubs ist das genauso. Nicht alle haben jedoch denselben Dresscode. Was war in Otto? Da hat eine Jeanskutte an. Seltsamer Club, diese Motordevils. Rockerbanden haben doch schon immer Lederkluft getragen, oder? Nein. Die ersten Motorradclubs entstanden in den 20er und 30er Jahren in den USA. Die Mitglieder kamen meist aus besserem Hause und kleideten sich mit Anzug und Krawatte. Als sich nach dem Zweiten Weltkrieg Kriegsveteranen den Rockern anschlossen, waren von da an Bomberjacken aus Leder das Erkennungszeichen. Heute darf die Kutte aus Leder, Stoff oder auch aus Jeans sein. Sense will noch tanken, bevor sie weiterfahren. Viel geht allerdings nicht. Er ist so gut wie pleite. Schon voll. Oh, nö. Sense hat kein Geld. Das Motorrad war gerade mal wieder in der Werkstatt und der Club frisst auch ganz schön viel. Rocker sein ist halt ein ganz schön teurer Spaß. Und ob. Von Aussteigern der Hells Angels weiß man, monatlich fließen zwischen 100 und 400 Euro an die eigene Ortsgruppe. Dazu kommen einmal im Jahr ein dreistelliger Betrag für die Landeskasse und Umlagen für Anwaltskosten. Für den Aufnahmeprozess zahlt man rund 1.000 Euro. Alles zusammengerechnet können die ersten 5 Jahre als Vollmitglied so um die 25.000 Euro kosten, Motorrad nicht mitgerechnet. Nico übernimmt großzügig Senses Spritrechnung. Irgendwie scheint der immer genug Geld zu haben. Sag mal, wie machst du das eigentlich immer mit der Kohle? Geschäfte laufen gut, Mann. Ja. Kapisch. Das Bescheid. Aha. Illegale Drogengeschäfte also. Naja, machen ja ohnehin alle Rocker, oder? Nein. Selbst bei den sogenannten Outlaw-Clubs, die sich selbst als Gesetzlose bezeichnen, sind laut Bundeskriminalamt nicht alle Mitglieder kriminell. Die Hells Angels sind demnach aber der Club mit dem höchsten Anteil an vorbestraften Mitgliedern. Auf über die Hälfte trifft das zu. Und selbst unter ihnen gibt es laut BKA ganze Ableger, die lammfromm sind. In der Niederlassung Stuttgart zum Beispiel sollen straffällig gewordene Mitglieder sofort aus dem Club geworfen werden. Sense hat eine legale Idee, an Geld zu kommen. Er will Merchandising-Artikel der Sons of G verkaufen. Sein Vorbild sind die Hells Angels. Die verdienen schließlich auch jede Menge Geld mit ihren Symbolen. Stimmt,
Eigentlich müsste hinter jedem Hells Angels-Symbol wie dem geflügelten Totenkopf ein Copyright-Zeichen stehen. Sie sind nämlich markenrechtlich geschützt. Auf Fanartikeln wie T-Shirts oder Feuerzeugen steht statt Hells Angels der Code 81 für den achten und den ersten Buchstaben im Alphabet, HA. Der ausgeschriebene Name ist nämlich nur den Mitgliedern vorbehalten. Hangaround Mike kommt, um Ordnung zu schaffen. So ganz überzeugt ist er nicht von Senses Plan. Wer soll denn die ganzen Merchandising-Artikel kaufen? Wenn die Hells Angels damit Geld verdienen, dann können wir das auch. Also die sind ja wohl eine ganz andere Nummer. Die Hells Angels sind ja schließlich der mitgliederstärkste Club in Deutschland. Stimmt nicht. Insgesamt gibt es geschätzte 1000 Hells Angels-Mitglieder in Deutschland in ca. 50 Ortsgruppen. Insider sagen, die Hells Angels könnten noch deutlich mehr Mitglieder haben, aber sie sind sehr wählerisch bei der Aufnahme. Ein anderer Club ist mit knapp 2000 Mitgliedern deutlich größer, Gremium MC. Auch das ist ein sogenannter Outlaw-Club. Übrigens der einzige, der in Deutschland gegründet wurde. Sense ist auf dem Weg zum Clubhaus. Seinen Mitrocker Nico hat er schon länger nicht mehr gesehen. Und plötzlich weiß er auch warum. Nico hat die Seiten gewechselt. Von den Sons of G zur Konkurrenzgang, den Motor Devils. Verdammter Verräter, das wirst du büßen. Einfach den Club wechseln geht gar nicht. Die Regel heißt doch: einmal im Club, immer im Club. Stimmt das? Stimmt nicht. Man braucht aber triftige persönliche Gründe und die Zustimmung des Clubs für den Ausstieg. Auch ein Wechsel ist möglich. Mitglieder bei den Hells Angels waren häufig vorher schon bei kleineren Clubs, haben sich in ihrer Sprache hochgearbeitet. Wechsel zu gleichrangigen, rivalisierenden Clubs kommen auch immer wieder vor, werden in der Regel jedoch tatsächlich als Verrat angesehen. Und das kann auch gefährlich werden. Die Sons of G treffen sich zu einem Krisengespräch. Sie überlegen, wie sie mit Nico, dem Verräter, umgehen sollen. Ob sie ihn wegen seiner Drogengeschäfte verpfeifen. Und wenn man bei den Bullen hinhängt? Moment mal, Jungs. Bei den Bullen wird bei uns gar keiner hingehen, weil mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ist ja wohl klar, oder? Ehrensache. Die Polizei ist schließlich der Rockerfeind Nummer 1. Ja, mit der Polizei sprechen Rocker nicht gerne, denn sie gehört zusammen mit den rivalisierenden Clubs zu den Hauptfeinden. Die Abneigung geht sogar so weit, dass es laut Aussteigern Abzeichen für diejenigen geben soll, die einen Polizisten verletzt haben. Sense hat eine andere Idee. Kneipenwirtin Susi soll ihm helfen, an Nikos Kutte zu kommen. Mit Alkohol und weiblicher List schafft sie es, Nico die Weste mit den Club-Emblemen der Motor Devils abzunehmen. Ja, hi. Ja, genau, ich hab die Kutte. Das tut weh. Seine Kutte ist dem Rocker schließlich heilig. Eindeutig ja. Die Kutte mit dem Clubabzeichen ist das Ehrensymbol jedes Rockers. Wichtiger als sein Motorrad. Wer eine fremde Kutte unnötigerweise angrapscht, kann dafür Prügel erhalten, auch als Normalo. Wer seine Kutte verliert, muss eine saftige Geldstrafe in die Clubkasse zahlen oder verliert sogar die Mitgliedschaft. Die größte Demütigung, ein Mitglied der rivalisierenden Gang kommt in den Besitz der Kutte. Ohne seine Kutte kann sich Nico bei den Motor Devils nicht mehr blicken lassen. Also muss er zu den Sons of G, um sie wiederzubekommen. Große Versammlung, was? Ja, der Nico. Gib mir meine scheiß Kutte, Mann. Du hau ab, du! Hey, du! Ich sag's dir ehrlich, du. Pass auf, ja! Wenn du deine Kutte wieder haben willst, dann musst du erst mal mit den Klamotten eine Zeit lang rumlaufen. Ein Rocker in Pink gibt's doch gar nicht. Oder doch? Angeblich müssen Rocker im Gefängnis Pink tragen. In Deutschland zwar nicht, aber bis vor kurzem im australischen Bundesstaat Queensland. Kam dort ein Rocker in den Knast, musste er seine Kutte gegen pinke Gefängniskleidung tauschen. Das sollte die harten Jungs demütigen und ihnen das machohafte Gehabe austreiben. Das Gesetz fand jedoch wenig Zustimmung in der Bevölkerung und wurde deshalb vor wenigen Wochen gekippt. Nikos Rocker-Karriere dürfte mit diesem Auftritt ziemlich sicher am Ende sein.